Ja, Herr Hoxen. Die sind wahrscheinlich da alle aus der Villa, wo der Rotbauer ist, den betönen müssen. Ja. Das heißt, wenn da jetzt 20 weniger sind, haben wir dann ein leichtes Spiel gleich, hoffe ich. Naja, umso besser, ne? Ja. Wenn da 20 weniger sind. Warte mal. Ah, ne, gar nicht, warte, ich kann dich ja gar nicht zum Schwimmen bringen. Dann gehen wir mal über die Brücke. Ich mach einmal. Soll ich alle Lichter ausschießen? Nein, ne? Nein, lassen Sie mal Ihren Mond da. Weil ich habe auch keine Munition. Ich kriege hier überhaupt keine Munition mehr. Ich habe noch 15 Schuss. Ich gehe jetzt einmal bis zum Ende. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwas. Aber hier ist nichts mehr. Okay, keine Munition für die Miri. Nee. Aber Moment, ich muss mal irgendwas gucken. Hier ist ein Friedhof oder sowas ähnliches. Eastside. Ist hier vielleicht ein Adler? Weil da geht eine Leiter runter. Wo denn? Zum Friedhof runter. Welchen Friedhof meinen Sie? Ja, es gibt hier nur einen. Ach so, da unten. Da geht eine Leiter runter. Stell mich mal hin, ich gucke auch mal. Aber ich sehe da keinen Adler oder so. So als Grab, wissen Sie? Ja, so irgendwie obendrauf, verstehen Sie? Da nicht das Engelchen, was da zu sehen ist? Nein, leider nicht. Ich dachte, das wäre so in der Art, verstehen Sie? Gute Idee. Vielleicht, ich denke mal, vielleicht könnte das auch so sein. Die Idee ist ja wirklich gar nicht verkehrt. Und sowas hatten wir noch nicht. Vielleicht sollten wir uns den Friedhof doch mal ein bisschen näher angucken. Ja, ich weiß ja nicht, ob wir in das Gebäude rein können. Außerdem ist hier oben eine schöne Kirche. Gotik, Kunst. Kommen Sie mal, wir gehen einfach mal los. Ei, ei. So, wir sind in Feindesland. Kommen Sie mal, wir gucken uns erstmal den Friedhof an. Was halten Sie davon? Gute Idee. Oh, 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 oh. Ach so, das ist eine Leiter, okay. Hier ist nichts. Außer dem Engelchen. Hier ist auch nichts. Ich meine, wer schon. Ich meine, wie du schon sagst, es war noch nicht da, ne? Richtig. Dass eventuell das Ding irgendwie auf dem Boden steht oder so, ne? Ja, oder also hier ist mal nichts. Hier ist noch ein Steg. Vor allen Dingen sehen die ja auch so aus, die Adler, ne? So, naja. So steinmäßig. Also hier ist nichts. Ich glaube, der Steg wird wohl entweder das Ende sein oder der Anfang oder ich habe keine Ahnung. Okay, Scharfschütze haben wir noch nicht gesehen. Wir waren eigentlich sehr, sehr ordentlich, was das angeht. Warten Sie mal, ich gucke mir mal die Kirche von allen Seiten an. Kirche? Oder Kapelle oder was auch immer das sein soll. Ah ja. Wenn Sie das sagen. Aber? Nichts, ne? Ist jetzt nichts, aber warten Sie mal. Na, da hinten kann nichts mehr sein, weil da kommen wir ja gar nicht hin. Oder vielleicht doch. Müssen wir ja auch nicht. Wer sagt denn, dass wir da hinkommen müssen? Naja, ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Tab drücken. Also, wir haben das Patrouillenboot ist platt. Finde die Route heraus. Wir brauchen halt ja nur rausfinden. So wie ihr das seht hier, ne? Wir werden uns jetzt mal langsam darum kümmern, da irgendwie. Wir schauen mal. Sind Sie bereit? Dann kommen ja, Sie, dann aber kommen ich Sie. Ich bin gerade dabei. Wobei? Wir spazieren auf dem Steg. Ich mache eine Mondschein-Sonate hier. Warum tun Sie das? Ich weiß nicht, weil ich es kann. Ja, aber warum machen Sie das denn? Das ist doch scheiße. Weil ich hier weit weg bin von allem und vielleicht mal gucken kann. Ja, aber es geht doch jetzt nicht darum, dass Sie gucken sollen. Nicht? Wir haben doch gesagt, ich soll nach dem Adler schauen. Hm. Ach ja, stimmt. Ich hab's vergessen. Es tut mir leid. So, der hat eine Mine dabei. Der Kamerad hier. Was hat der dabei? Also da laufen noch einige Kameraden rum. Ein Funker.
Da geht's runter. Das. Ach, sind sie auch hier? Und wir suchen einen Weg in das Pentagon. Das war aber was anderes, Herr. Das war was anderes, das stimmt allerdings. Aber warten Sie mal da drüben. Da ist noch ein Feldlager. Ja, wo ist er denn? Wo könnte er sein? Der erste Adler. Das ist mal nicht so leicht. Wir kommen ja schon echt auf viele Ideen, ne? Aber... Ja, ne, mit dem Friedhof war schon eine gute Idee, oder? Naja, hätte ja Grund, hätte ja sein können, ne? Mhm. Aber eigentlich müsste man den ja so im Dunkeln dann schon leuchten sehen. Eigentlich müsste der leuchten, genau. Das ist, das meine ich nämlich also, auch. Dann und da wir bis jetzt noch nichts haben leuchten sehen... Gehen wir erstmal nach oben. Weil der leuchtet ja direkt, dann, wenn du den anguckst, dann sieht man den ja direkt. Richtig. Der macht sich ja direkt bemerkbar. Aber man muss mit der Lampe, mit dem Glas gucken. Ja, ja, ist logisch. Okay, ich komme mal zu Ihnen. Ja. Was mich so ein bisschen stört, ist auf jeden Fall, dass die beiden Kameraden dahin, die wir getötet haben, da immer noch angezeigt werden. Hm. Lassen Sie das doch. Nein, wir brauchen kein Licht hier. Ja, aber da sind andere, die das hören könnten. Und wenn ich jetzt hier am Suchen bin, kann ich mich nicht darauf konzentrieren, wer da um mich rum wo schlummert. Wo schlummert? Was ist das denn? Es schlumpft, schlumpft, schlumpft. Und toll gemacht hier mit den ganzen gusseisernen oder schmiedeeisernen Dingern. Okay, hier cool. Ist nix. Das ist wie ein Adler, hier ist aber ein Engel. Oh, wir können sogar in die Kirche. Das könnte doch ein Hinweis sein. Na? Oh. Da sind ja auch immer so Götzen und so Figuren, ne? So Ikonen und sowas. Ich komm mal hier mit rein. So, dann gucken wir noch mal. Aber hier ist nichts, ne? Ne. Aber ist schon irgendwie... Ist schön. Ist schön gemacht. Ja, muss man auch ganz ehrlich mal zugeben, ne? Hm. Das sieht toll aus. Hast du jetzt Moon gekriegt? Ne. Immer noch keine HDM. Unglaublich. Hm. Da haben sie wirklich schön gemacht hier mit den ganzen Verzierungen und Bildern. Cool. Absolut. Guck mal hier, ich kann sogar predigen hier. Ah. Meine Brüder und Schwestern. Hör sie auf, bitte. Das ist... Was denn? Das macht man nicht. Lassen Sie das. So was macht man doch nicht, Herr Hoxton. Doch, man macht das. Haben Sie Sind Sie Christgeistlicher? Also. Dann lassen Sie. Schwierig. Also, ich habe wohl nichts mehr. Ich habe wohl was am Schädel, aber. Warten Sie mal, ich guck mal hier oben die Villa. Das hat ja mit geistig nichts mehr zu tun. Ach so. Ja, ich lasse schon manchmal geistigen Dünnschiss von mir, aber das war es auch schon. Okay. Sie verstehen, was ich meine. Ich glaube schon. Was? Feldlager zerstören. Oh Mann, ey. Jede Menge Zeugs hier, aber kein Adler. Na, bist du ein Adler? Nein, bist du nicht. Okay. Ist er schon wieder da unten? Ja, ich wollte nur mal gucken. So viele Wachleute. Das muss Rotbauers Villa sein. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt überhaupt sind. Wer denn jetzt der Rotbauer das Erste? Ich denke mal, der wird auch in der Stadt irgendwo sein. Nein, der ist hier in dem Gebäude. Der Adler. Nee, der Rotbauer. Ach so. Ja, ich meinte eigentlich auch den Adler. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen wir jetzt vor? Ich meine, ich sehe da hinten einen Eingang. Mhm. Die Tür ist auf. Da kann man schon mal reingehen.
Was halten Sie davon? Klingt nicht schlecht. Sollen wir uns mal da hinschleichen? Ich finde das eine gute Idee. Schleichen Sie sich dahin. Ja, wenn Sie mir mal aus dem Weg gehen würden, wäre das ja okay. Wir gehen jetzt hier runter und dann gehen wir rechts rum. Ha. Och man, wir haben überall die italienische Flagge hier hängen. Du bist auch in Italien. Nein, das meine ich ja gar nicht. Mhm. Aber wirklich überall. Krass. Sehr national, die Jungs und Mädels. Gaffe di Betanti. Ich würde das ganz anders aussehen. Kommen Sie mit oder bleiben Sie ein bisschen da draußen? Sie sind gemein. Sie sollten mich nicht immer so striezen. Ich strieze Sie nicht. Hat er doch gemacht, oder? Allein schon die Aussprache, wieder Gold. Ich muss mal eben in das Gebüsch hier. Ich kann nicht mehr. Hören Sie auf, mich zu striezen. Das ist der Eingang? Nee, der ist noch weiter, ne? Ah, nein, weil wir können den nehmen. Aber ich möchte noch eben kurz weiter nach vorne. Mal gucken, ob da noch was zum Striezen ist. Ihr wisst doch, dass es immer schlecht wird bei mir. Ja, ich weiß. Okay. Ich will ja nur mal gucken, ob ich ein bisschen was zum Streets. Ja. Herrlich. Machen wir gleich eine Pause. Ja, klar. Aber erst. Erst will ich mit dem Streets fertig bin. Vorher mache ich nicht Ende. Ich gehe mal hier so weiter, ne? Bleib du mal da. Ja, ich bin hier im Busch. Das ist schön. Wenigstens einer, der da. Ich weiß nicht, ob wir hier besser lang gehen sollten. Weil. Seid so ruhig. Nee, warten Sie mal, ich komme mal zurück. Weil da gibt es zum Streets. Ich habe keine HDM mehr. Ja, ich komme ja schon, ich bin ja schon da. Kommen Sie mal, wir gehen mal hier rauf. Soll ich mal ein Steinchen werfen? Na, wofür? Vielleicht ist da einer und sagt Hallo. Ja, dann sagen wir Hallo. Ich gehe mal hier rauf. Hallo? Ist hier was zum Striezen? Ist der Herr Striezen hier? Was sind wir denn hier überhaupt? Voll Natur belassen, wa? Holla, jetzt. Hauptsache saufen, ne? Wieder O-Saft. Natur belassen und schä. Also hier ist nischt? Nischt. Hier ist gar nischt. Nischt. Okay. Dann gehen wir weiter rauf. Oh Mann. Wo sind Sie? Ich bin oben. Droben. Warten Sie, ich muss gleich mal eben kurz speichern. Okay. Wenn ich neben Ihnen bin, speichere ich eben. Schönen guten Tag. Möchten Sie hier eine von unseren leckeren Flaschen kaufen? Ganz naturbelassen. Guten Tag. Hallo. Was haben Sie denn da? Ja, ich habe hier den Appelwein. Ja, aber den mag ich nicht. Der ist mir zu sauer. Dann haben wir hier noch den französischen. Und hier unten drunter den italienischen. Aber den halte ich lieber zurück, weil erst muss der andere weg, wissen Sie? Ah, ich verstehe. Ja, der Deutsche, den können Sie nehmen. Der ist frei von Konservierungsstoffen. Ist das denn weiß oder rot? Das ist Rosé. Oh, das ist auch lecker, ne? Rosé ist ein bisschen lieblicher, ja. Der ist ja eigentlich sehr lecker, ne? Mhm. Wenn Sie es mögen, also zur Pizza würde ich lieber einen halbtrockenen empfehlen. Einen halbtrockenen? Also, mhm. Dann würde ich lieber den französischen nehmen. Der Deutsche ist dann zu süß. Ah ja, ja, da muss ich mal gucken. Kann ich mir das noch überlegen?
Ja, sie können mich dann wieder anstriezen. Alles klar, dann will ich, mal gucken, ob ich was zum Striezen finde. Oh, Scheiße, hier geht's in beide Richtungen. Du links, ich aber rechts. Ich, warte ich mal. Hier. Stopp mal. Ach du Scheiße, hier ist ein großer Raum. Ja, hier auch. Und hier sind wir draußen, hä? Hier sind wir reingekommen, oder? Hä? Sind wir hier reingekommen? Nee, sind wir nicht. War ja ein Tor. Ah, da hinten laufen Barsch. Mann, was ist denn hier los, ey? Warum habe ich eine leere Knarre im Anschlag? Das gefällt mir nicht. Das gibt's doch gar nicht. Weil, wie riesig das ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier weitergehen sollen. Hier sind wir reingekommen. Oder nee, warte mal. Kommen Sie mal hier hoch. Hier ist ein Innenhof. Wo bist du denn? Im Hof. Da oben ist einer. Wo bist du denn? Scheiße, da oben ist einer. Verdammt, ich wollte ihn mal kramen. Wie bist du denn da? Mein Gott, die ist schon wieder vorgelaufen. Nein, ich bin hier um die Ecke. Kommt der nochmal zurück? Wie, du bist um die Ecke? Du bist oben. Da ist noch einer, da ist noch einer. Scheiße. Wie bist du denn da? Ach, da bist du. Oh, fuck. Hier rennt einer direkt vor mir. Das wäre fast für sie. Den kann ich striezen. Soll ich den striezen? Warten Sie, striez mit. Ist direkt um die Ecke. Wenn er Licht ausmachen könnte. Der kommt wieder, der ne? Kommt jetzt. Der kommt jetzt, ja. Ja, ich sehe den. Warten Sie mal, ich striez den mal. Moment. Aber warten Sie, oben ist auch noch einer auf der Baldore. Ja, ja, der kommt jetzt runter. Der Rotbauer ist da oben auch. Aber der ist doch gerade, der ist doch nur hingefallen, der Typ. Der kann doch nichts dafür. Wo ist der denn jetzt? Der kommt jetzt. Kommt jetzt bestimmt von unten irgendwo. Irgendwo von unten. Und ich habe keine Waffe. Wer? Ich habe Schritte gehört. Was schießt denn da? Sonst ist nichts mehr zu finden. Weißt du das? Ja, wahrscheinlich. Ich habe eine Leiche auf dem Rücken und schieß, oder wie? Okay. Was ist denn da los? Ich ballern da irgendwie rum, aber ich weiß nicht warum. Da hat einer Geburtstag. Ja, dann hört sie da doch an. Geh mal nach oben, wenn der Rotbauer da ist. Dann baller ich den ab, den Rotbauer. Müssen wir doch töten, den Rotbauer, ne? Ja, denke mal ja. Da kommt einer. Geh doch mal weg hier. Du hast so eine HDMI. HDMI. Doch HDMI versichert. Der kommt aber nicht. Ah, ein Geräusch. Ja, dann komm doch. Nicht weggehen. Jetzt kommt er. Ne. Die bewegt sich keinen Meter. Okay. Runter, verdammt! Was? Hier ist Rotbauer. Ja, da in dem Raum, ne? Soll ich ihn töten? Ja, töten. Rotbauer, it's down. It's right. Wir haben eine Tastenkombination. Da das ist da alles. Im Ommelbums. Ja, ich sehe das schon. Und da liegt noch was. Dokumente, Informantenbericht. Sauber. Oh, der hat ganz schöne Waffis. Okay, Rotbauer ist tot. Ein Schuss. Willst du mich verarschen? Da liegen drei Knarren, aber ich krieg nur einen Schuss. Unfassbar. Na, wer schießt denn da? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir müssen uns mal einen kleinen Überblick holen. Von dem, was da abgeht.
warte mal, wenn wir hier vorne rausgucken, müsste ja aber zu sehen sein. Hier ist ein Balkon hier. Ich lade mal nach. Auch die Fahrzeuge markieren, bitte. Ja, mache ich. Wieder so ein AB41. Haben die das alles als Privatwagen? Das ist ja unfassbar. Soll ich den hochjagen? Vor allen Dingen stellt man das Auto auch direkt vor der Tür, ne? Wir haben, glaube ich, alle hier aus der Villa. Wahrscheinlich waren alle, die da drüben rübergekommen sind. Die kamen alle von hier. Ja. Eigentlich können wir uns hier frei bewegen. Mittlerweile, ja. Hey! Mit Zeitzünder oder ohne? Ich würde sagen mit. Okay, dann mache ich das mal eben. Zeitzünder, bis an. Dann kommen Sie mal hier weg. Okay, die Autos gehen jetzt auch hoch. Hier ist noch irgendwo ein LKW. Aber was ist hier los? Warum schießen die denn hier? Ist hier so ein Trainingsplatz oder sowas? Schön aus hier. Eigentlich schon, eigentlich ja. Warten Sie mal. Aber kein Adler. Wenn man so sagen darf. Aber wäre doch lustig, wenn hier keiner ist. Ich meine, hier muss bestimmt einer sein. Die Frage ist, ob hier irgendwelche Dokumente sind. Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Gefunden habe ich noch gar nichts. Ich komme mal zu Ihnen. Hier war der Rotbauer. Tja, ich weiß nicht. Mutterhenne an Rotfuchs. Ja. Rotfuchs an Mutterhenne. Ja. Kommen Sie mal hier runter. Welches runter? Na hier, wo ich bin. Okay. Haben wir alles durchsucht? Ich weiß es nicht. Würde sagen, ne? Ich glaub schon. Ja. Ich habe oben alle Räume mir angeguckt. Okay. Dann wird hier auch nichts mehr sein, glaube ich. Außer der Adler, aber den sehe ich jetzt hier nicht. Nee, ich aber auch nicht. Ist eine leider. Vielleicht gibt es hier noch einen Keller. Den habe ich nicht gesehen. Also einen Keller habe ich nicht gesehen. Da sind wir hergekommen. Meine Güte, da ist aber auch hier alles wieder verwinkelt, verwabbelt, ey. Ist ja unfassbar. Also von hier sind wir nicht gekommen, ne, oder? Oh, hier geht das ja nochmal runter. Ja, ja. Ach, da bist du. Hallo, Dri. Hier bin ich. Hallo, Dri. Nix, hallo, Dri. Ich sag mal. Spitzi. Bis nachher. Tschüss. Ach so, Moment. Stopp. Was? Bis nachher. Ciao. Tschüss.